Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Eine lustige Liste mit euren Fragen. Ganz genau so ist es. Wir machen ein kleines FAQ-Video, oder? Richtig, ich versuche es ein bisschen knackig zu halten. Ist ja meine große Stärke, mich kurz zu fassen. Ha, wir schaffen das. Ich habe früher viel mehr FAQ-Videos gemacht, lag aber daran, dass ich nie live war. Jetzt bin ich ziemlich viel live in den letzten Jahren gewesen und deswegen kläre ich da so viele Dinge, deswegen sage ich, denke ich, ist schon alles gesagt. Stimmt natürlich nicht. Bin doof. Erinnert mich gerne daran, dass ihr hin und wieder mein FAQ-Video gerne hättet. Greife ich das sehr gerne auf, weil jetzt ist sehr viel Thema, ich muss sehr viel ausholen. Dann wird es lang, dann wird es langweilig. Ja, ist ein bisschen doof. Ich gucke mal, dass ich auf jeden Fall die wichtigsten Fragen schnappe, die am häufigsten gestellt worden sind, schnappe. Bisschen über das rede, was mich noch interessiert und dann kommen wir doch zusammen. Oder wir probieren es mal. Toi, toi, toi. Ich verspreche euch ganz hoch und heilig und auf jeden Fall. Ich werde ganz, 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 ganz bald wieder eins machen mit den Sachen, die ich vergessen habe. Das, was ihr mir hoffentlich unten drunter schreibt. Was doof war, was ich mehr erzählen sollte, was ich komplett weggelassen habe und so weiter und so fort. Ja, bitte, bitte, bitte. Danke. Gleich vorneweg. Relativ viele Sachen, die mir jetzt zugesendet worden sind. Da ging es darum, macht doch mal ein Video dazu, dazu, einen Vergleich hierzu. Das sind eher Videowünsche. Super lieb, vielen Dank dafür. Aber das bringe ich jetzt hier nicht unter. Ich spreche jetzt hier eher über Themen, die ich nicht in Videos unterbringe, habe ich mir gedacht, damit wir auf den gleichen Stand wiederkommen. Erstmal ganz kurz, ich habe ein Weltklasse-Team. Ich habe großartige Moderatoren für meine Live-Auftritte. Vielen Dank an der Stelle an euch, beste Moderatoren überhaupt. Aber ich habe ein Team, mit dem ich arbeite. Ich habe Steff, kennt ihr natürlich meine Steff. Sicher, es sitzt ja auch hier manchmal neben mir. Ich habe Stefan natürlich im Laden, kennt ihr auch, hat ja auch einen Kanal, taucht ja auch bei Instagram auf. Und ich habe noch Mila. Mila taucht jetzt nicht unbedingt vor der Kamera auf, ist eher hinter der Kamera tätig. Es steht jetzt nicht in ihrer Jobbeschreibung, dass sie vor die Kamera hüpfen muss und ich zwinge sie natürlich auch in keiner Form. Falls sie mal Lust hat, zeigt sie sich mit Sicherheit, aber wie gesagt, das muss von ihr kommen. Habt da bitte Verständnis in der Form. Wenn, sehr gerne, an mir wird es nicht liegen, dass ich sage, sie soll nicht, aber sie muss selbst wollen. Das ist mein Team, großartiges Team, ich hab sie alle sehr lieb und wir haben, glaube ich, eine sehr gute Zeit zusammen. Dazu habe ich noch meinen Schwager, den lieben Gorilla. Den kennt ihr vielleicht auch, live vor allem drüben auf Twitch, da sind wir donnerstags. Ganz kurz zu meinen Videoformaten, ich bin am Mittwoch hier am Tisch sitzend mit einem Set für euch da, ebenso am Samstag und am Sonntag. Samstag, Sonntag jeweils um 10 Uhr, Mittwoch am Nachmittag. Das ist die Sache. Dienstagabend 19 Uhr sitze ich auch hier und bin live auf YouTube. Am Donnerstagabend um 19 Uhr bin ich live auf Twitch, zusammen mit besagtem Gorilla. Bisschen Gorilla-Marketing. Geht doch mal auf seinen Twitch-Kanal, könnt ihr auch ein Prime-Abo dalassen, kostet euch nichts. So ein Traum, falls ihr Prime habt. Dann habe ich natürlich noch den Der Held-Kanal hier auf YouTube. Da sitze ich freitags abends und erzähle was von der Welt. Und dazu gibt es noch Held TV, aber da exportiere ich hin und wieder mal alte Twitch-Livestreams rüber. Dazu gibt es noch Instagram. Instagram ist natürlich so ein bisschen wilder. Da geht's, was gerade passiert. Also das ist nicht sortenrein. Hier versuche ich nur bei Klemmbausteinen zu bleiben. Und beim Der Held wird ein bisschen geredet hier und da. Twitch ist mehr ein bisschen Unsinn. Und auf Instagram mischt sich alles. Mit einer leichten Prise Unsinn. Das ist so das Konzept. Also das sind die Formate, in denen ich unter der Woche arbeite. Seid herzlich eingeladen, bei allem dabei zu sein. Aber nur für euch einmal für den Überblick. Also ich habe ein Team und ich habe diese Formate. Darum dreht sich das meiste. In der Zeit, vor allem in dem Halbjahr, in dem ich nicht selbst im Laden bin. Genau. Dann die Geschichte, was haben wir hier für verschiedene Möglichkeiten? Selbstverständlich, ihr kennt, das ist ein normaler YouTube-Kanal, klare Sache. Ihr könnt auch Mitglied sein in diesem YouTube-Kanal. Das kennt ihr auch, das ist eine kleine 1,99er-Geschichte für die Emotes und für das Vorgehobene, vor allem für den Live-Chat. Das ist eine Sache, die hauptsächlich für die Live-Zuschauer interessant ist. Es gibt da noch verschiedene Stufen, die teuer werden, die man da machen kann. Die habe ich alle deaktiviert. Es gibt nur diese ganz, ganz kleine Stufe. Und es gibt da noch Community-Tab sozusagen, da kann ich noch gucken, da könnte ich Content früher veröffentlichen zum Beispiel oder nur eine Umfrage mal machen, solche Geschichten, etwas in diese Richtung. Es ist ein Support hauptsächlich tatsächlich. Vielen Dank an alle Mitglieder an der Stelle. Ich hatte auch einen Twitch-Kanal, den ich stark befeuert hatte über einige Zeit. 2 Jahre, glaube ich, war ich da ziemlich viel online. Und da war ich dienstags, donnerstags und sonntags. Das waren so 20 Stunden live jede Woche. Und 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie ausgeprägt wir gezockt haben und wie viel ich gebaut habe. Und über Twitch läuft sehr viel Geld. Also das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Und das war tatsächlich verblüffend viel Geld, also 5.000 Euro plus im Monat.
Und da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz nett. Ich habe die Abrechnung nur nicht verstanden. Nie. Einfach gar nicht. Ich habe sie nicht verstanden. Die haben nicht zusammengepasst mit dem, was ich im Livestream erlebt habe, mit dem, was dann stand in der Statistik und mit dem, was dann am Ende in der Auszahlung war. Also alle drei Zahlen haben nicht zusammengepasst. Und ich war ein bisschen verblüfft und habe dann zu Twitch gesagt, sag mal, helft mir mal bitte. Schlüsselt mir doch mal ein bisschen was auf. Konnten sie nicht. Oder wollten sie nicht, das kann ich nicht sagen. Und dann, und Twitch verdient einen großen, großen Teil davon. Viel mehr als YouTube. YouTube gibt viel mehr an die Creator ab, Twitch gibt sehr wenig an die Creator. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie ungut, gell? Weil ich sitze da und mache Werbung dafür, dass ihr sehr viel Geld ausgibt, sozusagen, weil ihr schaut mir zu und dann abonniert ihr und so weiter und so fort. Und ich verstehe nicht mal die Abrechnung und am Ende kommt bei mir ein Teil davon an, okay, aber nicht nachvollziehbar. Und da habe ich gesagt, Freunde, das wirkt unseriös, was ihr treibt. Und dann habe ich meine Mitgliedschaft bei denen gekündigt, was die auch nicht konnten. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis die Anwälte von denen das hingekriegt hatten, aber irgendwann waren wir dann final raus und seitdem ist der Kanal nicht mehr monetarisiert auf Twitch bei mir. Das heißt, es gibt keine Abos mehr, kein Cheer, kein irgendwas, man kann nicht mehr, man kann nur noch reinschreiben, ganz normal. Und das verwundert viele, aber der Kanal ist trotzdem nicht gesponsert. Trotzdem nicht. Twitch ist einfach für mich Spaß mit euch als Community. Das alles. Und das ist nett. Genau. Und das war's. Ebenso mein YouTube-Kanal hier ist nicht gesponsert. Von niemandem. Und kein Hersteller oder kein Partner in irgendeiner Form sponsert meine Videos. Ich habe unten Affiliate-Partner. Da habe ich ganz viele. Da habe ich eBay, da habe ich Amazon, da habe ich Bluebricks, Steingemachtes, Bausteinecke, die Figu-Freunde, Get-Shirts auch noch. Also einmal quer durch, da habe ich Affiliate-Partner. Affiliate-Partner, für die das nicht wissen, das sind kleine Links. Wenn ihr über diesen Link klickt und dann bei Amazon etwas kauft, bekomme ich von dem Kaufbetrag, ohne dass ihr mehr zahlt, einen Prozentsatz ab, eine Werbekostenerstattung. Das ist die Geschichte. Amazon belohnt mich dafür, dass ich jemanden auf ihre Plattform gelenkt habe. Das ist das ganze Ding. Ich könnte auch zu Lego, der einzige Punkt ist, ich verlinke nicht direkt zu Lego, weil warum auch, es ist nie eine gute Idee für euch, bei Lego direkt was zu kaufen, also verlinke ich dort nicht hin. Mit denen habe ich kein Affiliate-Programm. Nicht, weil sie mich nicht nehmen würden, glaube ich, und nicht ablehnen. Ich glaube, Lego wüsste das gar nicht, das läuft ja über eine Agentur, völlig egal. Mache ich halt nicht. Fände ich merkwürdig, wenn ich euch sage, Lego hat so hohe Preise. Übrigens, hier ist der Link. Aber deswegen, ich bin komplett ungesponsert, nicht bezahlt. Deswegen mögen auch viele meine Meinung nicht. Große Empfehlung, falls ihr international schaut, geht zu Jangbricks. Jangbricks macht exakt das gleiche wie ich. Nicht gesponsert, er kauft alle seine Sets, genau wie ich, und sagt euch, was er davon hält, im Verhältnis zu dem, was er selbst dafür bezahlt hat. Es ist ein großer Unterschied, ob man Sachen geschenkt bekommt oder nicht. Etwas geschenkt bekommen und drüber reden, ist bezahlt werden für seine Meinung. Es ist einfach so. So, dann haben wir, also das sind die Themen. Danach habe ich dann Locations. Werde ich auch gefragt. Roomtour, macht doch mal einen Rundgang. Ihr kennt prinzipiell alles, was ich habe. Ihr seht sehr viel oder ich mache ja auch mal Bilder. Und es gab ja auch so ein Behind-the-Scenes, da hat Mila hier mal gefilmt, während ich hier gedreht habe. Der Held-Studio. Und ich habe noch meinen Bautisch, den kennt ihr auch. Das ist das dunkle Regal, was hinter mir steht. Dann habe ich die Küche in der Werkstatt. Es ist keine Werkstatt, ich nenne sie Werkstatt. Da habe ich die Küche in der Werkstatt und ich habe diesen Lounge-Bereich und ich habe den Bereich, wo die Bausteine sind. Kennt ja auch alle. Und ich hab 3-4 Fitnessgeräte da stehen, damit ich irgendwie nicht den ganz krummen Rücken im hohen Alter habe. Also das sind die Sachen. Ich habe überall schon gefilmt in den Bereichen, ihr kennt die alle. Dazwischen ist ein Flur und eine Toilette. Aber auch davon kann ich euch gerne mal ein Foto machen. Aber prinzipiell ist das der gesamte Rundgang und dazu gibt es den Laden. Das sind die Bereiche, in denen ich mich aufhalte. Das ihr kennt alle Arbeitsbereiche von mir, die ich irgendwie habe. Tatsächlich. Und genau. Aber vielleicht mache ich, also wir werden mit Sicherheit eher mal sowas storymäßig oder in einem Short oder sowas mal sowas haben, weil eine Roomtour, ganz ehrlich, ihr seht 80% des Raums. Deswegen, hier ist jetzt nur noch Technik aufgebaut, Licht und solche Geschichten sind hier hauptsächlich. Das ist die ganze Geschichte und dann ein paar Sachen natürlich, damit der Raum ein bisschen voller klingt und nicht halt, weil es ein großer Altbau. Aber das ist es, aber ansonsten seht ihr alles. Und ein großer Tisch.
Genau. Öffnungszeiten von meinem Laden kennt ihr, wenn Stefan da ist. Jede Woche ist der geöffnet, Freitag und Samstag. Stefan wollte ein bisschen mehr Richtung Projekte gehen und in der Werkstatt auch arbeiten und ein bisschen weniger im Laden. Dementsprechend haben wir das geswitcht, aber das sind die Öffnungszeiten Freitag, Samstag. Wenn ich selbst wieder im Laden bin, dann haben wir ja offen und draußen, dann muss es wärmer sein. Das kündige ich an, aber normalerweise ist es ja Mai bis Oktober, dass ich im Laden bin. Genau, immer am Anfang des Monats. Und ich mache eigentlich die drei Tage, weil sonst staut sie es noch härter. Donnerstag, Freitag, Samstag. So, dann kamen Fragen zu Produkten. Also jetzt haben wir hoffentlich, ich habe schon wieder so lang geschwätzt, gell? Es ist ein Elend. Aber das mal so, das sind mal so die absoluten Basics. Jetzt ein paar Basics für die Produkte. Meine liebsten Sets bei der Technik ist immer noch der Arox. Von der Neuzeit. 42043. Alte Zeit, das Supercar 8880. Das sind die beiden Lego-Sets, die für mich am besten waren. Die 8880 hat jetzt keine Pneumatik und gar nichts drin. Da gab es natürlich auch noch tolle Sets, 8868 oder so. Aber den finde ich wirklich einfach richtig, richtig gut. Und der Arox hat eine Elektropneumatik drin, hat sogar eine Lizenz, hat auch schon Farbseuche drin. Also die blauen Pins und der ganze Mist ist da. Aber es ist ein wahnsinnig komplexes Set. Zu einem guten Kurs damals. Und auch ausreichend lange. Und ist noch diese unverkleidete Technik, die mag ich sehr. Für mich selbst, was das gesamte Erscheinungsbild angeht, ist es natürlich die 8285. Der schwarze große Abschlepptruck von 2006. Der hat auch noch die schwarzen Dreierpins. Der sieht einfach gut aus von vorne bis hin. Metallic Silber ist dran. Fehlen ein paar Prints. Aber ansonsten tipptopp. Auf jeden Fall. Aktuell normale Systemsteine 71741, die Gärten von den Jago City. Bestes Set von Lego. Also, wenn man jetzt das auch noch also ich meine, das beste Set ist natürlich Horny, aber das 31140. Aber die, wenn ich sagen würde, nimm dieses eine Set und werd damit glücklich, würde ich sagen, gib mir die Gärten. Das ist einfach, ist ein absurd riesiges Set. 300 Euro ist auf den Markt gekommen, ist natürlich teurer geworden, weil Lego gierig ist. Aber das Set für 300 Euro in den Jago Gärten, das ist ein Bombendeal. Man hat ein super Set, Spaß beim Bau, alles zusammen. Deswegen, es gibt mit Sicherheit kleine, nette, putzige Sets und so, dass man sagt, das geht schon. Aber wie gesagt, wenn ich mich auf eins beschränken muss, das. Früher waren es natürlich für mich die Forestmen, da habe ich euch auch einige in Videos schon gezeigt, die fand ich wirklich schön. Die Forestmen waren meine Serie natürlich auch, mit der ich ein bisschen aufgewachsen bin. Und dann alte Creator-Häuser. Nicht unbedingt die Creator-Expert, da steht jetzt ein Log, Creator-Expert, sondern auch, weiß nicht, einfach ein normales Haus, normales kleines Townhouse. Ich mochte diese Creator-Sets, die waren es für mich immer. Creator war die Top-Serie für mich, abseits von Technik. Mein Kanal ist ja auch, und mein Laden sind ja auch hauptsächlich Technik- und Creator-lastig gestartet. Das war das, worum es für mich ging. Hat Lego leider komplett verloren. Abseits von Lego ist natürlich, was die Absurdität angeht, ist es der Leuchtturm des Astronomen und Burg Blaustein. Das sind zwei verrückte Sets. Und bei Blaustein noch die absurden Erweiterungen und beim Astronomen geht es damit jetzt ja auch los. Das ist völlig jenseits von Gut und Böse, was da passiert. Aber die Dinger machen mir natürlich Spaß. Und ansonsten querbeet durch geht es halt natürlich für mich, vor allem dann bei anderen Herstellern, um auch Teilequalität und Konstruktionsqualität. Da gibt es ja auch zwei große Unterschiede. Erstmal Gobrix-Elemente sind für mich natürlich ganz weit vorne. Kader hat sehr gute Steine, Panlos hat sehr gute Steine. Dann natürlich über alle Zweifel haben ist Kobi. Ja, sowieso. Und dazu gibt es dann natürlich auch noch Mega. Mega ist ein Problem, weil ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber die sind am deutschen Markt, halt wollen sie nicht. Ich glaube, sie wollen. Hauptsächlich wollen sie nicht. Keine Ahnung, warum. Was soll's. Deswegen, ich habe auch keine Belieferung mit denen für meinen Laden. Also da wird irgendwie, glaube ich, gar nichts draus. Vielleicht rühren sie sich nochmal, melden sich bei mir, aber möglicherweise halt einfach gar nicht. Was soll's. Aber Kobi zum Beispiel hat einen starken Militärfokus. Haben aber auch ein paar sehr schöne zivile Modelle. Ich habe sie euch ja alle gezeigt. Es kommt jetzt der Jumbo. Ich freue mich auf sehr viel. Und sie haben tolle Steine, die haben tolle Farben, sehr hohe Farbqualität und sie haben tolle Prints. Tolle Prints. Die machen wirklich richtig viel Freude. Sehr, sehr klasse. Dazu gibt es noch Mega. Die haben eigentlich auch, wie gesagt, die guten Farben. Verlaufen aber sehr, sehr stark. Die haben auch Abweichungen. Aber die Farben sind gut deswegen, weil sie witzig sind.
weil es ganz andere Farben sind, als alle anderen Klemmbausteinhersteller haben. Kobi hat auch andere Farben als jetzt Lego oder Blue Bricks oder so. Mega hat nochmal abgefahrenere andere. Wir haben aber auch sehr schöne Drucke. Auf jeden Fall, kann man nicht sagen. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Hersteller. Kommt es, wie gesagt, auf die Steinequalität an. Wir hatten jetzt gerade Fantasy. Die haben tolle Gobrix-Elemente. Die haben eine höhere Qualitätskontrolle bei denen drin. Ich weiß nicht, was da läuft. Sehr, sehr gute Steine. Funhole haben auch sehr, sehr gute Elemente. Die haben tolle Beleuchtungen mit dabei. Gefallen mir auch sehr gut. Kada hat tolle Technik-Sets, habe ich euch gezeigt. Die haben aber auch schöne Häuser. Auch sehr, sehr interessante Geschichten. Die kommen jetzt mit zu Tankstellen. Das finde ich alles sehr spannend. Es gibt dann noch so wildere, also Mold King ist so ein bisschen eine verrückte Marke. Haben gute Steine, nicht ganz so die Qualitätskontrolle von Fantasy, aber sie haben auch Gobrix-Elemente, die können aber verkratzter sein. Vor allem und haben weniger Spezialteile. Fantasy hat sehr viel Spezialteile und bedruckt, Mold King weniger. Aber die Mold King ist halt ein Preis-Leistungs-Knüller. Also was da kommt, ist der Wahnsinn. Mold King nimmt es aber leider nicht so genau immer mit allen Designrechten. Das heißt, die haben auch mal Mocks drin und die einigen sich nicht zwingend, also vor allem früher nicht zwingend mit denen, die entworfen haben. Mittlerweile haben sie sich, sind sie da umgesprungen und haben diese Brickspad-Geschichte, wo die es bewerben, dass sie sich da geändert haben. Das finde ich sehr gut, aber das muss noch weitergehen. Gleiches Problem habe ich mit Lepin zum Beispiel, hatte ich ja noch nie im Kanal. Also einfach Kopien von Lego-Sets. Was soll das denn? Also und häufig ist sogar das, ich meine, wir kritisieren ja genug an Lego-Sets, die brauche ich nicht kopiert. Nee, das ist einfach nur billig. Also daran merkt ihr, an diesen Sets merkt ihr, wie billig das Produkt eigentlich ist. Die Herstellung ist fast gratis von dem Zeug. Deswegen ist das, deswswegen greifen dann viele dazu, aber es ist halt einfach nur eine Kopie. Ja, interessiert mich nicht. So, dann haben wir, und was gibt es bei mir im Laden? Das, worüber ich gerade gesprochen habe, außer Lepin. Das habe ich nicht, aber ansonsten habe ich eigentlich alles da. Mega ist, wie gesagt, ein Problem. Aber die anderen Sachen, da gucke ich immer, dass ich eine schöne Auswahl am Start habe. Und genau, kommt einfach mal bei Stefan vorbei. Wir finden mit Sicherheit was für euch. Ganz, ganz sicher. Und dann ein ganz großes Thema. Was wünsche ich mir? Was sollte denn Lego mal bringen? Die anderen Hersteller bringen alles. Also da, ich wüsste, die bringen alles. Guckt mal durch. Ich zeige euch ja nur einen kleinen Teil, weil es so viel ist. Es ist absurd, was es alles gibt. Wahnsinn. Ich würde mir Entenhausen wünschen. Das ist mein Thema. Wir hatten ja jetzt auch schon Versuche, so Asterix und Obelix interessiert mich natürlich auch und ich mag die Lucky Luke-Geschichten. Ich freue mich, dass da auch dass da die Freunde von Lidl, also Playtiff, dass die da was gemacht haben, auf jeden Fall. Aber Entenhausen wär's. Hätte ich Lust drauf. Das Haus von Donald und Daniel Düsentrieb und natürlich der Geldspeicher und die ganzen Abenteuer. Ich meine, das ist... Ich weiß nicht, wer von euch auch mit den lustigen Taschenbüchern aufgewachsen ist, aber ich bin es auf jeden Fall. Und ich schaue direkt vor mir auf ein Regal mit sehr vielen lustigen Taschenbüchern. Ich habe ja auch in meinem Der Held, habe ich auch im Hintergrund ein paar stehen. Ich habe sehr viele davon und ich finde die Weltklasse. Und 5000 Sets kommen mir direkt in irgendwie, habe ich vor meinem geistigen Auge stehen. Alles, was die haben ja auch die haben ja auch unglaublich viele Sachen aus der Weltgeschichte verarbeitet in ihren Büchern. Und das, ich weiß, ich fände es sensationell. Entenhausen wäre es. Ist ein rechtes Problem, ich weiß. Die liegen wohl nicht bei Disney, das einfach so für die Verwertung. Uns interessiert vor allem auch nur uns hier. In Staat interessieren lustigen Taschenbücher, ich kenne keine. Und dementsprechend sehe ich auch nicht, dass das kommt, aber ich würde es mir wünschen. Ich fände es cool. So, das waren die Basissachen zu Lego-Tee. Ist übrigens lustig, habe ich den noch gefunden. Das ist noch vom Monster, meinem früheren Arbeitgeber, so ein Blog. Ich hatte eigentlich mal richtig gute Verwendung. Und ich habe direkt falsch rum benutzt. Naja. So, dann ging es ein bisschen um meinen Laden. Warum ist denn der so klein? Warum gibt es den nur in Frankfurt? Wieso habe ich noch keine Kette aufgemacht? Ja, da gibt es verschiedene Punkte dazu. Also erstmal war das nicht mein Ziel. Also einfach meine... Da ging es jetzt einfach um das, worauf ich Lust hatte. Weil ich den Laden aus einem Spaß heraus aufgemacht habe. Also ich hatte Lust auf das Projekt. Das war nicht geplant, die größte Reichweite damit zu erzielen oder das meiste Geld mit dem Laden zu machen oder all diese Themen. Das war nicht. Ich hatte ein ziemlich klares Konzept und das war sauber umrissen und hat auch wunderbar funktioniert als Konzept. Ich wollte einfach einen kleinen Laden haben, den ich alleine, das war der wichtige Punkt für mich, alleine stemmen kann.
Deswegen habe ich mir sehr viel Softwareunterstützung dazu geholt. Und man kann als ein Mann-Unternehmen einen Einzelhandel führen, 6 Tage die Woche offen haben. Das geht. Wenn man halt bereit ist, ein bisschen viel zu arbeiten. Aber dann geht's. Und das hat auch geklappt. Wie die Eins. Und dann hatten wir profitabel ab dem ersten Jahr. Geht. Und ich hatte auch sehr viel Spaß in dem Laden. Auch keine Frage. Ich bin dann nach einer Zeit von dem einen Laden in den nächsten Laden umgezogen. Der hat weniger Verkaufsfläche, aber viel mehr Lagerfläche jetzt. Und das war für mich auch sinnvoll. Das war, am Anfang war es natürlich gut. Ich hatte sehr viel Schaufenster, ich konnte sehr viel Ware präsentieren. Danach, als mein Laden schon bekannt genug war, bin ich dann eher geswitcht und bin in den jetzigen Laden umgezogen, in dem ich eine Vergleich... Also der erste Raum ist kleiner, aber ich habe direkt dahinter noch einen zweiten Raum. Das heißt, ich habe direkt Zugriff auf die gleiche Menge an Sets, aber ich habe noch viel mehr Lager. Das war mir wichtiger. Dazu habe ich dann eine schöne Küche und konnte mir auch immer was Nettes zu essen machen. Ist irgendwie wichtig, wenn man so viel Zeit in dem Laden verbringt. Aber ich hatte keine Idee, Angestellte, Verkäufer zu haben bei mir im Laden. Ich habe alles selbst gemacht. Ich bin morgens hingekommen, habe geputzt, habe aufgeräumt, habe die Sachen befüllt, habe alles Zeug gemacht. Danach hatte ich den Laden offen. Und der Vorteil, damals war noch, auch als der Laden schon sehr, sehr gut lief, ist trotzdem zwischen Kunden immer noch mal Zeit gewesen. Ja, da war immer mal eine Viertelstunde niemand im Laden oder vielleicht mal eine halbe Stunde niemand im Laden. Und in der Zeit konnte ich andere Sachen machen. Da konnte ich ein bisschen die Buchhaltung machen, ich konnte Waren wieder aus den hinteren Räumen nach vorne schaffen. Ich hatte so ein Mehrstufensystem. Ich hatte vorne die direkten Hotseller und die wichtigen Sachen direkt da. Im nächsten Raum hatte ich dafür die Nachfüllgeschichten und ein bisschen mehr die Specials. Und im nächsten Raum hatte ich nochmal Nachfüllen und noch viel speziellere, ältere Dinge. Und die Einzelteile. Ich hatte damals ja noch einen Brickling-Shop auch parallel laufen. Den habe ich auch untertags und dann am Abend betrieben, wenn der Laden halt dann zu war. Und je nachdem, weil der Vorteil ist ja, ich sage es ja auch immer wieder, ich habe ja Videos drüber gemacht, wenn ihr einen Einzelhandel habt und der läuft nicht, habt ihr viel Zeit. Und wenn ihr einen Einzelhandel habt, der sehr gut läuft, läuft es ja eh für euch. Also es geht. Das heißt, man kann sich parallel einige Sachen organisieren. Und ich habe am Anfang halt natürlich mehr Zeit noch gehabt, noch zum Beispiel mehr Zeit in die Einkaufsrecherche zu stecken. Und dann habe ich noch bessere Einkaufspreise gehabt, weil wenn man viel Zeit hat, man kann suchen, findet man nochmal Dinge und so weiter und so fort. Man muss ja die Zeit, die man hat, einsetzen, sinnvoll. Und dann konnte ich halt nebenher noch andere Dinge besser aufbereiten. Und als dann der Laden immer besser lief, das heißt, ich hatte immer mehr Kunden im Laden, was gleichbedeutend dafür ist, dass der Laden besser läuft, hatte ich halt immer weniger Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern, aber es war nicht mehr so nötig, denn ich habe ja schon genug Geld verdient mit anderen Sachen. Ja, ist immer so ein Ding. Und ich hatte vor allem auch noch Zeit in Werbung zu investieren. Nicht, indem ich Geld ausgegeben habe, das sollte man nicht tun. Sondern ich habe halt bei Social Media selbst Werbung für mich gemacht. So ist der Kanal hier entstanden. Und Facebook, Instagram, diese Sachen. Man hat ja Zeit dafür. Ist ja auch immer mein Tipp an alle, die irgendwie selbstständig sind. Ihr habt Zeit, keine Kunden, macht Werbung für euch. Und das hat geklappt und das ist gut gelaufen. Und die Idee war eben nicht, weil dann kann man kein Social Media machen, dass man eine Filiale aufmacht und sich da Leute reinholt. Dann funktioniert das Social Media nicht so. Social Media ist sehr auf mich ausgerichtet. Und das war auch das Konzept immer. Sollte es auch immer bleiben. Und ich wollte nicht ein Franchise aufmachen. Und weil der einzige Punkt dabei ist, dass ihr glaubt, dass ihr schnell mehr Geld verdient. Das ist der einzige Grund, eine Kette aufzumachen. Das ist der einzige, nur Geld. Das ist der einzige Grund. Die Qualität wird auf jeden Fall sinken. Aber das war's. Und jeder, den ich im Laden haben wollte, müsste, also wenn jetzt in München und ich habe da irgendwie keinen Zugriff sozusagen, ich muss sagen, da sitzt jetzt jemand, der macht den Laden, muss ich hoffen, dass der den Laden so führt, wie ich es machen würde. Ja, also dass der einfach so sich um alles selbst kümmert, dass der selbst die Sachen sieht, die er machen möchte, alles so selbst. Und dann denke ich, ja, das ist ein Selbstständiger, der das da macht. Soll der doch selbst einen Laden aufmachen. Ja, und dann hat er einen eigenen Laden, das ist doch großartig. Aber wie gesagt, da muss ich nicht dazwischen hängen und noch Mikromanagement machen und so Mist. Nein, macht jeder für sich selbst. Ich habe meinen Laden lang völlig. Und dann ab einem gewissen Punkt konnte ich den Laden ja nicht mehr weiterführen, weil es kein Laden mehr war. Es war dann nur noch, meinetwegen, dann einfach nur noch Fantreffen quasi dort. Und da musste ich irgendwann den Laden schließen, weil das hat keinen Sinn mehr ergeben, den Laden zu haben. Und das war aber schade. Und dann, als dann Corona vorbei war, habe ich dann überlegt, okay, wir könnten eigentlich wieder was machen, irgendwie den Laden wieder ein bisschen mehr aufmachen. Und ich habe vor allem auch keine Statistik mehr gehabt, die ist für mich wichtig, weil ich sehe, was verkauft wird. Ich sehe, was ihr wollt, ich sehe, was besser läuft, ich sehe, was schlechter läuft und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann mit Stefan ja die wunderbare Ergänzung gefunden, kommt aus der Gegend, ist vom Fach, kennt sich extrem gut aus, kennt sich mit Lego aus, kennt sich mit den Fremdmarken aus und mit der Community auch. Das ist ein Rundrum-Treffer ersten Ranges. Genau, und deswegen habt ihr jetzt Stefan bei mir im Laden stehen.
Und es passt. Und es ist nah genug dran, dass ich noch quasi meinen Laden mitführen kann und noch sehe, was da genau passiert, damit halt nicht das Thema passiert wie in München. Oder in jeder anderen Stadt, sucht es euch aus. Genau. Und verdient man mit so einem Laden Geld? Ja, auf jeden Fall. Sicher. Hat für mich jahrelang super funktioniert. Also auf jeden Fall. Wenn man es gut macht. Ist natürlich klar, man sollte wissen, was man tut. Man sollte gut einkaufen. Das Wichtige ist der Einkauf, nicht der Verkauf. Und dann passt es. Aber das habe ich ja eben schon kurz beschrieben. Genau, Kooperation jetzt noch mit anderen Herstellern bei mir ist auch noch ein Thema mit dem Laden. Also mit dem Laden werde ich keine Kooperation mit anderen Herstellern machen. Genauso wenig wie hier mit meinem Kanal. Mache ich auch nicht. Halte ich nicht für sinnvoll. Ich gucke immer nur, ich sage auch immer, wenn jemand hier, wenn die Hersteller kommen immer und sagen, hier, wir schicken dir Samples, zeig unsere Sets bei mir hier im Kanal. Ich sage, interessiert mich nicht. Machen wir nicht. Ich sage immer, wie sieht's denn aus? Ich möchte bei euch Sets kaufen. Und dann komme ich halt mit denen ins Gespräch, ob die mich beliefern oder nicht. Das ist halt immer so die Sache. Das ist aber meistens dann eine andere Abteilung, weil das dann der normale Verkauf ist. Wenn ich Glück habe, komme ich in den Key-Account, weil sie mich halt ernst nehmen, aber halt nicht mehr Marketing. Und ist auch gut, weil ich will mit Leuten sprechen, die Produkte kennen und nicht mit Leuten sprechen, die irgendwie Influencer suchen. Mit diesen Agenturleuten komme ich irgendwie überhaupt nicht zurecht. Macht gar keinen Spaß. Deswegen, wie gesagt, Kooperation wird es nicht geben von meiner Seite, auch nicht was Produkte angeht, denke ich. Also ich habe bisher noch keine sinnvolle Sache gesehen, dass ich jetzt sage, ich möchte ein Set haben, wo mein Gesicht drauf ist. Das wird mir oft angeboten, halte ich wenig von, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Ich erzähle gerne, wenn ein Set gut ist. Mag doch schon. Also da muss nicht nur mein Gesicht drauf. Brauche ich nicht unbedingt. Und vor allem, ich habe ja dann solche Sachen hier, die ich selbst herstellen lasse. Und die kommen jetzt auch nicht von Panlos oder so, sondern die habe ich selbst herstellen lassen in einer Fabrik, die überhaupt nichts mit Klemmerstein zu tun hat, aber Plastik verarbeiten kann. Und da haben wir einen lustigen Gorilla, wir haben einen Fuchs, wir haben ein Einhorn, wir arbeiten an Horny. Also es gibt ja alles Mögliche. Und ihr kennt ja auch die Gadgets-Verlinkung und da gibt es ja auch meine wunderbaren Heldenmatten, hoffentlich dann bald auch online zu kriegen. Ihr kriegt das ja alles bei mir im Laden jetzt schon. Aber ich habe ja keinen eigenen Online-Shop. Und dann gucke ich mal, dass ich diese Sachen, wenn die dann auf Masse da sind, dass ich sie auch online verfügbar mache. Aber wie gesagt, wir planen nicht immer auf Masse und groß, sondern wir haben Spaß an Kleinigkeiten. Ich mochte eine Münze und jetzt haben wir eine Münze. Aber das muss nicht millionenfach in den Markt. Das sind einfach nur Sachen, die ich gerne habe. So wie jetzt auch hier so ein Kühlschrankmagnet. Und wir wollten auch für einen Gorilla einen Kühlschrankmagneten haben. Und die lasse ich gerade produzieren. Das dauert immer ein bisschen, weil das ist ein Prozess. Ich kenne mich damit nicht aus. Das heißt, man muss sich reinarbeiten. Dann bekomme ich hier, treffe ich mich mit den Designern, den lieben neuen Freunden. Und dann sitzen wir da zusammen. Irgendwann sind wir glücklich. Dann geht es in die Produktion. Dann bekomme ich mal ein Sample. Dann schaue ich es mir an. Dann sind wir happy damit. Jetzt sind wir happy. Und dann geht die Produktion los und so weiter und so fort. Das dauert alles so ein bisschen, aber wir machen das auch alles in super kleinen Stückzahlen. Das sind Spaßprodukte. Und die dauern so ein bisschen und die müssen nicht irgendwie gleich irgendwie, wie gesagt, ich brauche die auch nicht im Edeka hängen haben oder so. Das ist nicht der. Die kommen zu meinem Merch, das ist nett, die sind bei mir im Laden und damit ist das eine putzige Angelegenheit. Ja, das ist das, was ich haben möchte. Wenn jetzt irgendein Produkt sehr, sehr, sehr beliebt ist natürlich und ihr sagt, also wir haben das ja mit dem Erdmännchen zum Beispiel getestet, das Erdmännchen lief sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich mal eine etwas größere Menge geordert. Und jetzt gucken wir mal. Und dann schauen wir mal, was damit passiert. Und dann gucken wir. Aber das muss jetzt nicht auf absurde Mengen und in den Markt gedroschen werden. Wir machen das ganz entspannt. Deswegen kann es aber auch immer mal sein, dass was ausverkauft ist. Weil, ja, soll ja irgendwie, das läuft so ein bisschen entspannt. Aber jeder, der eins haben möchte, bekommt eins. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich vor allem, wenn es euch auch gefällt, weil ich habe riesig Spaß. Ich gucke dir immer an und ich finde es großartig. Ich finde das sehr, sehr witzig. So, jetzt hatten wir noch die Fragen zu Qualitäten und Marken und Ranglisten. Preis-Leistungs-Verhältnis ist für euch noch ein Thema Teilezahl und Gewicht. Also Teilezahl ist eine Schwierigkeit. Man kann Teilezahl nur sinnvoll miteinander vergleichen, wenn zwei Produkte auch wirklich ähnlich sind. Dann kann man über die Teilezahl sprechen. Dann ist die relevant. Die wird immer mitgenannt. Ich nenne sie auch immer einfach nur so. Aber man kann sich nicht hinstellen und sagen,
immer ist ein Set schlecht, wenn es so viele Teile für so viel Geld hat. Das ergibt keinen Sinn. Wenn man so ein dusseliges Lego Arts oder sowas nimmt, oder Dots oder irgend so ein Blödsinn, die haben wahnsinnig viele Teile, sind alle wertlos. Und bringt überhaupt nichts, da über Teileanzahl zu sprechen. Es geht immer darum, ihr könnt dann ein Lego Arts mit einem anderen Lego Arts vergleichen und dann euch die Teilezahl anschauen, wenn die ähnlich konstruiert sind. Dann ergibt es wieder Sinn, absolut. Wenn man sich ein Technikset zum Beispiel anschaut, ist die Teileanzahl im Vergleich zu einem normalen Systemset vollkommen irrelevant. Bei Technik sind es alles Mini-Pins, Mini-Achsen, Mini-Zeug. Komplett wertlos. Ein Technikset muss immer einen wahnsinnig guten Teilewert haben. Haben sie nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber die Teileanzahl ist dort überhaupt nicht relevant. Bei dem Technikset geht es darum, wie viele Motoren sind verbaut. Was ist da an Pneumatik drin? Ja, wie groß sind die bedruckten Panel? Gibt es spezielle Gummis, die da drauf sind, wenn es ein Auto ist? Sind es spezielle Reifen? Ist da irgendwas dran, wo die Wertigkeit wirklich herkommt? Ist es etwas, was speziell nur für dieses eine Set gemacht ist? Ist die Farbe? Diese Dinge, um die geht's. Und früher ging es noch darum, dass man gesagt hat, da ist ein spezielles Panel drin, was super selten ist. Dieses Seltenheitsthema gibt es bei Lego gar nicht mehr eigentlich, weil die mittlerweile 3-4 Mal so viele Sets pro Jahr rausbringen im Vergleich zu früher und dadurch jedes Teil da ist. Und deswegen ist es mit der Seltenheit nicht mehr relevant. Und sie drucken ja fast nichts, also ist egal. Deswegen, das muss man sich dann anschauen. Wenn man aber jetzt ein normales Set hat, was ganz viele normale, brauchbare Steine hat, die man auch wirklich wechseln für was anderes verwenden kann und keine Farbseuche drin, dass man wirklich was mit den Steinen anfangen kann, dann ist die Steineanzahl irgendwann mal relevant. Aber wirklich, das ist super individuell. Man kann mit dem Steinegewicht ein bisschen kommen, was aber auch sehr davon abhängt, welche Art von Steinen das Gewicht bringt. Ihr könnt auch auf Bricklink immer gucken. Lego hat doch dieses alberne Rückkaufprogramm gestartet. Die geben euch einen Preis, der ist albern. Und wir haben auf Bricklink geguckt und wir haben ein paar Minuten Suche, haben wir ja live zusammen gemacht. Innerhalb von ein paar Minuten Suche hatten wir auf Bricklink und auf eBay Teile gefunden, die neu zu kaufen günstiger sind als das, was Lego da macht. Also ihr könnt diese Teile kaufen und dann zu Lego tragen und sagen, hier gebe ich euch zurück und ihr verdient damit Geld. Und das ist, das zeigt euch, es ist bescheuert, weil das Gewicht der Teile sagt überhaupt nichts aus. Es gibt sehr große, schwere Teile, die komplett billig sind, weil sie kein Mensch haben will, auf Bricklink. Aber das, was Lego euch da anbietet, ist ja für die gemischte Kiste. Und dann ist der Preis wahnsinnig schlecht, weil es gibt Teile, die sind unglaublich teuer für ihr Gewicht. Also ihr müsst da ein bisschen achten. Also eine generelle Aussage ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das wollte ich damit sagen, was Preis-Leistungs-Verhältnis nach Gewicht und Teileanzahl angeht. Sehr, sehr schwierig. Es ist immer nur ein Gradmesser, wenn ihr euch gut genug auskennt in der Materie, um es wirklich werten zu können. Ansonsten ist es komplett sinnlos. Das Gleiche gilt für die Geldanlage Lego und solche Sachen. Was sind gute Preise im Einkauf? Kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Wirklich gar nicht. Es hängt extrem von jedem Set ab, ob es gut ist. Und manche Sets sind wahllos. Bei Lego ist der Wert des Sets, früher ging es darum, dass ein Set hatte einen Wert und das war der Part-Out-Value, das war die Summe aller Einzelteile in ihrem Einzelwert. Das war der Part-Out-Value, den konnte man ausrechnen lassen auf Bricklink und dann wusste man, lohnt sich dieses Set zu kaufen oder nicht. Und lohnt es sich für mich als Händler vielleicht zu sagen, hey, ich nehme das Set auseinander und verkaufe es in Einzelteilen viel besser. Und das war für mich als Bricklink-Händler natürlich relevant. Und für die, die es anlegen wollten, das Set, konnte man auch sagen, oh, zum Beispiel der Mercedes Arox damals oder der Class Xerion 42054 hatte einen hohen Part-Out-Value. Konnte man sagen, hey cool, das Ding lief für 130 im Markt. Der Arox zum Beispiel dann, sobald nach einem halben Jahr die Rabatte kam, lief der dann für 130 im Markt, den konnte man kaufen, hatte einen Part-Out-Value von 300 Euro. Super. Und dann wusste man auch, wenn das Ding vom Markt geht, wird er auf jeden Fall auf die 300 hochgehen, weil das die Summe der Einzelteile ist. Wenn man dieses Set haben möchte, kann man sich überlegen, kaufe ich es mir einzeln mit Versandkosten noch von jedem und der vielen Arbeit oder zahle ich einfach einem Händler 300 und kriege das Set. Und deswegen konnte man Stein und Bein drauf schwören, das Set wird auf die 300 hochgehen. Jetzt ist der Part-Out-Value ein bisschen problematischer.
Es sind sehr, sehr viele Teile ständig im Markt. Wie gesagt, vor allem auch das Teil, Lego bringt ständig neue Formen raus und dann eine leicht abgeänderte Farbe und lalalala die ganze Zeit. Das heißt, ihr müsst ein bisschen warten, bis der Part-Out-Value wirklich sich stabilisiert hat, dass ein Teil im Markt lang genug ist, dass der Preis ein bisschen sinkt. Ihr müsst gucken, was wirklich dafür zu holen ist. Und danach, wie hoch das Set danach im Wert geht, hängt fast nur an den Fanboys. Das sind mittlerweile ideelle Werte. Die haben nichts mehr mit dem Part-Out-Value zu tun. Leider. Deswegen kann sein, dass ein Set, was absolute Grütze ist, kompletter Schrott, kein Part-Out-Value, trotzdem hochgeht. Das ist quasi nicht mehr nachzuvollziehen. Und dann ging es hier noch um Guilty Pleasure bei mir. Es war nicht eine nette Frage, ob es ein Set gibt, das Schrott ist, das ich aber trotzdem gut finde, von Lego. Und ich habe wirklich nachgedacht und mir ist keins eingefallen tatsächlich. Also, es gibt Sets, die sind von Lego gut. So. Aber jetzt ohne Guilty dabei. Das ist dann tatsächlich Pleasure einfach. Also da habe ich kein Problem. Es ist jetzt so eine Sache, dass man sagt, bei der 21309 ist innen alles bunt. Bei der Saturn. Hätte ich nicht gebraucht. Ärgert mich beim Bau. Wozu? Ist aber trotzdem ein sehr gutes Set, vor allem für einen guten Preis. Und dann habe ich das Guilty, ist bei mir dann nicht so wirklich da. Also deswegen. Habe ich eigentlich, ich bin jetzt, das Thema ist für mich auch, deswegen vielleicht trifft es auf mich nicht zu. Die Lizenzen, die sich Lego holt, sind selten für mich relevant. Die Top-Lizenzen von denen, mit denen habe ich gar nichts zu tun eigentlich. DC am ehesten noch, aber tatsächlich die großen Sets von DC haben für mich funktioniert, bis auf die Shadowbox, die fand ich lahm. Aber jetzt das schöne 89er Batmobile oder den Batwing, die finde ich gut, einfach. Passt für mich. Und dann ging es jetzt noch für mich, die drei Sachen, wie alles begann, habe ich eben ein bisschen erzählt. Ich war vorher bei Monster, wie gesagt, danach habe ich Lust gehabt auf einen Einzelhandel. Ich bin in Frankfurt geboren, bin in Wien aufgewachsen, dann wieder in Frankfurt, wieder in Wien, wieder Frankfurt, wieder Wien, wieder Frankfurt. Hauptsächlich war ich also in den beiden Städten, zwischendurch kleine andere Abstecher, aber hauptsächlich Wien und Frankfurt. Deswegen bin ich auch so viel in Wien und gerne in Frankfurt. Ich möchte auch nicht umziehen innerhalb von Europa eigentlich. Ich bin mit Frankfurt sehr happy. Das passt für mich. Liegt gut. Hat einen schönen Flughafen. Passt. Und ich bin sehr gerne in Amerika. Wie ihr wisst, wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, da bin ich häufig. Das finde ich sehr gut. Auswandern kann ich mir nach Amerika durchaus vorstellen, aber ich würde es gar nicht als Auswandern sehen. Ich würde einfach sagen, ich ziehe mal nach Amerika. Ist eher ein Problem mit einer Firma auswandern, kann dann auch ziemlich teuer werden für mich. Da muss man immer gucken, wie man das alles regelt, aber es kann einfach sein, dass ich ein bisschen dort lebe. Kann ich mir absolut vorstellen. Keine Schwierigkeit, aber ich fühle mich in Frankfurt eigentlich wohl. Ist als Selbstständiger nicht unbedingt leicht, aber es macht mir, ich bin gerne in Frankfurt. Auf jeden Fall. Und dann noch die Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, ob ich für Lego arbeiten wollte. Nö, also wirklich nicht. Liegt jetzt aber gar nicht an Lego, dass ich irgendwie Lego nicht leiden könnte oder sowas. Das ist gar nicht die Sache, aber es ist eine große Firma. Es ist ein Konzern mit wahnsinnig alten Strukturen drin. Und das finde ich, ich habe bei einer sehr jungen, also Monster, war ja eine sehr junge Firma. Und das war mir schon zu konzernlastig. Ich mache gerne die Sachen, auf die ich Lust habe. Und ich möchte die gerne so umsetzen, mit den Fehlern drin, die ich in meinem Konzept habe und es dann abändern. Und in einem Konzern nicht. Und das merkt ihr doch dran, zum Beispiel Lego hat kein Social Media, was funktioniert. Sie haben keins. Sie schalten ihre Fernsehwerbungen auf YouTube und sie heuern Influencer an auf Social Media, um für sie Werbung zu machen. Das ist für die Social Media. Hat halt gar nichts mit Social Media zu tun. Und das ist da wollte ich nicht arbeiten, weil das ist, die machen das so gut, sie können bestimmt. Ich bin mir ganz sicher, nette Leute auch, garantiert auch. Also ich habe bei Lego nie mit jemandem Kontakt gehabt, der doof war. Waren alle immer in Ordnung. Aber die arbeiten halt in einem Konzern. Und das wollte ich, dann wäre ich geblieben, wo ich war, mit meiner Karriere und hätte Konzernkarriere gemacht. Aber ich fand es wirklich schrecklich. Deswegen bin ich selbstständig sehr viel glücklicher und bin mein eigener Herr, kann meine Sachen machen. Und ich kann vor allem mich vermarkten und Social Media machen. Das ist eigentlich das, was jeder Verkäufer machen möchte die ganze Zeit. Und wenn ich bei einem Konzern wäre und ich würde was sagen, müsste ich vorher bei der Rechtsabteilung fragen, ob das okay ist, was ich mache.
Ist es denn irgendwie innerhalb der Richtlinien, die wir vertreten? Darf ich das so sagen? Oder ist das jetzt, hat Disney schon freigegeben, dass ich jetzt den Mund aufmache und darüber rede? Deswegen muss man die Rechtsabteilung ja ständig fragen. Oder ist das, passt das zu der Strategie, die wir uns überlegt haben, zum Marketingmix? Was weiß ich, weint wer, wenn ich das sage? All diese Themen. Und das finde ich gruselig. Deswegen können sie auch kein Social Media machen. Wer sollte sich denn bei denen vor die Kamera stellen und was erzählen? Das müssten hier durch 25 Approval-Stufen laufen lassen, bis das Ding gepostet werden dürfte. Danach ist das Teil schon komplett uninteressant. Das bringt keinem was. Deswegen können Social Media eigentlich nur Firmen machen, bei denen derjenige, der weiß, was er tut, tatsächlich auch was sagt. Und deswegen ist es so wahnsinnig selten, dass das überhaupt passiert. Und deswegen ist das nichts für mich. Also ist wirklich überhaupt nicht verlockend für mich in irgendeiner Form. Ich würde mich freuen, wenn die einfach gescheite Sachen machen. Und wir können sie gemeinsam basteln und uns darüber freuen, dass sie da sind. Und ich verkaufe sie dann auch gern. Das ist das. Und vielleicht auch, und das dann aber wieder die andere Sache, kann ich auch mal wieder in meinem Laden stehen. Aber ich glaube ganz echt, das wird's. Also auch die Frage, was mache ich, wenn ich mal nicht mehr den Laden haben möchte oder keine Lust mehr habe auf YouTube. Also, dass ich Lust auf den Laden verliere, glaube ich nicht. Das Problem ist nur, es ist halt kein Laden mehr. Und in einem Laden muss das Produkt im Mittelpunkt stehen. Ich kann es bewerben, das ist auch völlig in Ordnung, aber dann Kunden kommen zu mir, um ein Produkt zu kaufen. Und wenn Kunden zu mir kommen, um mich zu sehen, geht es halt nicht mehr um den Laden. Und erst wenn sich das mal wieder irgendwann dreht, vielleicht, wenn ich was anderes, vielleicht mache ich einen anderen Laden auf, ich weiß nicht, mit was anderem, aber im Laden muss das Produkt im Mittelpunkt stehen. Und deswegen funktionier ich in meinem Laden nicht mehr. Aber Lust drauf habe ich, auf jeden Fall. Immer noch. Ungebrochen. So ist es. So, jetzt habe ich mal ein bisschen was zusammengefasst, schon wieder viel zu lang. Aber wie gesagt, andere kommen. Schreibt noch was dazu. Das war jetzt mal wieder eine Basis. Ich habe es schon oft erzählt. Das ist eine Basis. Und auf der bauen wir wieder auf und alle sind ein bisschen entspannter mit Dingen, die vielleicht aus dem Kontext gerissen waren oder keinen Sinn ergeben haben, wenn ich in Videos so Fetzen an Informationen rausgehauen habe. Und jetzt ist mal wieder alles so ein bisschen zusammengebunden, hoffe ich. So ist es. Habt eine großartige Zeit, nette Leute um euch und bis bald.